Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Videorezension. Diesmal geht es um dieses Testprodukt. Das ist ja ein Powerline-Adapter. Das heißt also, es ist eigentlich eine günstige Alternative zu einem WLAN. Das heißt, ich habe mich hier schlau gemacht. Das habe ich erstmal meiner Schwester gegeben und mein Schwager hat das eher installiert bei denen zu Hause. Wie man sieht, also Folie ist noch nicht ab. Also die haben das jetzt wirklich nur getestet, ob das denn überhaupt funktioniert. Die haben mir erzählt, einfach diesen Adapter, sage ich mal, hier mit dem WLAN verbinden und ans PC ran und den anderen Adapter genauso und dann kann es schon losgehen. Also sie meinten, dass es eigentlich eine ganz stabile Verbindung hatte und einfach eine gute Funktion hatte. Sie haben ja im Moment bei denen um die 16.000 Megabyte und also MBPs, wie sich das schimpft. Und bei denen steht ja eigentlich eine ganz, ganz tolle Verbindung bis zu 1000 MB. Also sie meinten, dass es auch bis zu 16.000 gut geklappt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei uns aussehen wird. Deswegen habe ich das auch als Testprodukt an Sie weitergegeben. Nur ich wollte das jetzt auch mal bei uns probieren mit eventuell 50.000. Ich weiß nicht, von vielen habe ich jetzt auch gelesen, dass das eher nicht funktionieren würde. Also die haben mir das echt super wieder eingepackt, merke ich gerade. Also sie meinten, bei denen hat es wie gesagt gut geklappt und sie konnten auch gut, sag ich mal, bei YouTube streamen und bestimmte andere Sachen streamen. Also die meinten, dass es eigentlich reibungslos verlief. Das Problem ist nur, ich weiß jetzt nicht, wie es bei uns aussehen würde, weil ich habe jetzt bei einigen gelesen, HD-Streaming würde nicht gehen und bei höheren Megabytes würde es nicht klappen. Also ich werde das jetzt einfach probieren. Und wenn es auch bei uns nicht klappt, mein Gott, bei denen hat es geklappt, dann würde ich das einfach weitergeben. Also ich hoffe mal, ja, wenn es jetzt bei uns klappen würde, würde ich das natürlich behalten. Wenn es jetzt bei uns nicht klappen würde, sie haben ja schon getestet, sie meinten, es hat alles reibungslos geklappt. Ich habe das jetzt, wie gesagt, wieder zurückbekommen und dachte mir, ich rezensiere jetzt einfach mal laut den Angaben, wie sie mir das jetzt erzählt haben. Besser, mein Schwager hat sich eben drum gekümmert. Mein Mann kennt sich ja auch ein bisschen aus. Und mein Schwager hat sich eben einfach also durchgefuchst. Er hat jetzt einfach alles hier durchgelesen. Er kann ja Englisch. Und also das ist natürlich jetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Das ist eher die Gebrauchsanweisung. Also die ganzen Installationsgeschichten sind hier beschrieben. Und laut Anweisung hat er das auch durchgeführt. Er meinte einfach, wie gesagt, ganz einfach zu installieren. An die Steckdose, da es ja mit Steckdose ist, und WLAN einmal hier und einmal zum Beispiel mit dem WLAN-Router verbinden und den genauso zum Beispiel wie an die Steckdose hier WLAN sage ich schon, LAN-Kabel verbinden und PC zum Beispiel verbinden. Also, die haben das ja auch mit Laptop eher gemacht und dann auch nochmal mit Desktop gemacht. Sie wollten einfach gucken, wie die Qualität so ist von der Übertragung. Sie meinten, das ging einfach reibungslos. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt in HD-Qualität geguckt haben oder eher normal geguckt haben. Ich weiß es nicht. Manchmal kann man ja auch bestimmte, sage ich mal, Musik in HD-Qualität gucken. Und wenn es dann die ganze Zeit stockt und stoppt, dann macht es ja auch keinen Spaß. Also sie meinten, es ging alles reibungslos. Also denke ich mal, ist das natürlich ein gutes Produkt. Für uns, wie gesagt, ob es reicht oder nicht reicht, weiß ich nicht. Ich werde es noch ausprobieren. Aber da wir demnächst in den Urlaub fliegen werden, musste ich jetzt heute schon rezensieren. Denn ich möchte jetzt nicht weiter damit warten und einfach euch den Tipp geben, bis zu 16.000 klappt es. Ab 16.000 weiß ich nicht. Ich werde einfach gucken, ob das bei uns anlaufen wird, weil das wird ja mein Mann machen. Also ich kenne mich jetzt nicht so viel aus, obwohl das jetzt wirklich idiotensicher sein soll. Das pairt einfach, wenn alles dran und drum ist und dann drückt man auf Pairing und dann pairt es schon und dann ist es verbunden. Also so einfach geht es auch noch. Also da habe ich jetzt nicht gedacht, weil wir hatten ja davor schon einen Adapter, wir haben da echt Probleme mit gehabt. Da haben wir das wieder zurückgeschickt. Es hat einfach nicht gepairt, es wollte nicht klappen. Der wollte irgendwie dann auch noch Passwort haben, dann hat der Passwort nicht akzeptiert. Also nur Wirrwarr und Durcheinander. Und bei denen, wie gesagt, hat alles super funktioniert. Deswegen vergebe ich auf jeden Fall hier 5 Sterne. Und definitiv auch eine Kaufempfehlung, die eben bis zu 16.000 MBit haben oder 16 GB, je nachdem, wie man das schimpfen möchte oder aussprechen möchte. Also auf jeden Fall tut es seine Sache gut und streamt gut und Übertragungsrate ist gut. Man kann auch super surfen. Also die haben sich einfach nur darüber gefreut. Vielleicht ist es auch so, wenn das auch funktionieren sollte, also die haben sich das jetzt gut angeguckt und die meinten, das würde denen wirklich was
gut bringen und nützen. Vielleicht gebe ich es auch weiter. Da sage ich mal jetzt davon wirklich Nutzen gesehen haben und auch zufrieden sind. So, meine Lieben, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich habe es jetzt nicht demonstrieren können, weil das würde jetzt auch zu lange dauern. Mit Bildern könnte ich das auch demonstrieren. Aber Wirrwarr, die ganze Zeit Pause, wollte ich jetzt auch nicht machen. Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich ein gutes Feedback bekommen habe, dass es bei denen funktioniert hat mit 16.000 Megabyte. Und aufwärts kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen, aber bis zu 16.000 sollte sich wirklich jeder keine Gedanken machen. Es funktioniert. So, meine Lieben, das war's von mir aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!